Unsere letzte Weihnachtsfreude geht nach Wettringen, zu einem kleinen Jungen, 5 Jahre alt, der an Lymphknotentuberkulose erkrankt war. Mit dieser Erkrankung musste er 3-mal operiert werden, insgesamt 13 Stunden, und er konnte 7 Monate lang nicht zum Kindergarten oder sich mit seinen Freunden treffen. Und als er dann Gott sei Dank wieder gesund geworden ist, kam Corona, die erste Pandemiewelle, und er konnte wieder nicht in den Kindergarten und hat den Kontakt zu seinen Freunden und zu den Erziehern verloren. Das hat dazu geführt, dass er therapeutische Hilfe gebraucht hat, und die ist dann mit dem neuen Lockdown oder Teil-Lockdown im Herbst auch auf Eis gelegt worden. Und dieser kleine Junge ist sehr traurig und hat einen ganz großen Wunsch. Er möchte unbedingt mal in einen Zoo, wie ein Zoodirektor, hinter die Kulissen schauen. Er möchte gerne Tiere füttern. Und genau das möchten wir ihm ermöglichen, zusammen mit dem Naturzoo in Rheine. Er kann dort einen ganzen Tag mit den Tierpflegern Tiere füttern, hinter die Kulissen schauen und dort einen spannenden Tag verleben. Und zwar, sobald es aufgrund der Corona-Situation möglich ist. Und außerdem schenken wir ihm dann noch einen Gutschein für seine ganze Familie, dass er diesen Zoo dann auch ganz oft noch besuchen kann. Euch allen wünschen wir von der Kreissparkasse Steinfurt ein frohes, ein besinnliches, ein schönes Weihnachtsfest und vor allen Dingen auch ein hoffentlich besseres und schöneres Jahr 2021.